The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 9. November. We mean we're not done yet, right? But we're just trying to lay out where we are in the battlefield right now. Die Demokraten in den USA haben nach jetzigem Stand das bekommen, was die Demoskopen ihnen vorhergesagt hatten: eine Niederlage bei der Kongresswahl, den sogenannten Zwischenwahlen, den Midterm Elections. Die Mehrheit der Stimmen im Senat scheint dahin. Wie deutlich sie dahin ist, das ist jetzt um 5.45 Uhr noch nicht ganz klar. Aber auch im Repräsentantenhaus sieht es nicht gut aus für die Partei des Präsidenten. Die Mehrheit für Joe Biden ist dort dahin. Für die Gesetzgebung wird es jetzt mühsam. Wahrscheinlich ist diese Mehrheit sogar deutlich weg. Einer der glasklaren Gewinner zum Beispiel ist Ron DeSantis, der sogenannte Mini-Trump, der Gouverneur von Florida. Er ist wiedergewählt und zwar mit knapp 60%. Well, thank you so much. Florida held the line. We chose facts over fear. We chose education over indoctrination. Generell lief es nicht gut für die Partei des Präsidenten. Wenn man auf die Landkarte schaut, die Landkarte der Wahlergebnisse, dann sieht die sehr, sehr, sehr rot aus. Rot ist die Farbe der Republikaner. Hier CNN-Chefkommentator John King über die rote Welle. If you just look at this number, you were focusing on the competitive races, 82 of them across the country. If this stays this way, as we start calling races, then you have a Republican House, and if it stays that way, 6-2, that's a wave. Natürlich kann man diese Niederlage dem nunmehr fast 80-jährigen Präsidenten Joe Biden alleine anlasten. Die Versuchung vieler Kommentatoren heute Morgen wird groß sein. Aber die wahre Ursache sitzt tiefer. Das progressive Amerika, und damit stoßen wir jetzt zum Kern vom Kern dieser Wahlergebnisse vor, das progressive Amerika hat das dialektische Denken verloren, einst das Markenzeichen der Linken. Die Demokraten sind zugleich immer Opfer wie Täter dieser ja so für sie ernüchternden Wahlnacht. Druck erzeugt Gegendruck und deswegen hat der Wähler so gesprochen, wie er gesprochen hat. Punkt Nummer 1. Das Wegschauen bei der illegalen Migration diente zwar dem Wohlbefinden progressiver Kreise, weil es identitätsstiftend wirkt, aber es verstärkt zugleich im unteren Drittel der Einkommenspyramide, da wo ungefähr 40 Millionen Amerikaner ohne College-Abschluss arbeiten und leben, dort verstärkt es die Lohnkonkurrenz. Arme Amerikaner bekommen so Angst vor noch mehr Armut. Vizepräsidentin Kamala Harris hat bei ihrem Auftritt in Guatemala in harten Worten diese Wirklichkeit beschrieben, aber sie hat diese Wirklichkeit nicht verändert. Die Vizepräsidentin hat Lieferschwierigkeiten. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Zweitens, die ökonomisch gebotene Inflationsbekämpfung hat für Millionen von einkommensschwachen Familien den Traum vom Eigenheim wahrscheinlich für sehr, sehr lange Zeit zerstört. Für die Volkswirtschaft im Allgemeinen ist es notwendig, die Preisstabilität wiederherzustellen, notfalls eben auch, wie die Fed das tut, mit aggressiven Zinserhöhungen. Aber diese Verteuerung des Kredits bedeutet für Millionen Amerikaner eben, dass sie kein Haus mehr bauen können. Die Banken sind bemüht, ihre Kreditausfallrisiken jetzt zu reduzieren. Gut für die Börsenkurse, aber schlecht für die kleinen Leute. It stinks because everything else is higher and they don't give a damn about people anymore. And nobody's going to tell me that they're not making money, because they are making money because of us, we're still supporting them. Drittens, der Rückzug der US-Armee vor über einem Jahr aus Kabul war geostrategisch geboten und bereits unter Trump beschlossene Sache. Doch die Rückführung selber, die Operation Rückzug, die lag in den Händen von Joe Biden. Und die ist missglückt, womit das Trumpsche Narrativ eines schwachen Amerikas genährt wurde. Das hat den Demokraten
damals und bis heute schwer geschadet. Ich stehe voll und ganz hinter meiner Entscheidung. Nach 20 Jahren musste ich jetzt bitter lernen, dass es nie einen guten Zeitpunkt gibt, US-Truppen abzuziehen. Viertens, die Dämonisierung von Donald Trump durch die Demokraten bewirkt einerseits starke Solidarisierungseffekte im eigenen Lager und medialen Rückenwind von New York Times, Washington Post, CNN, ja sowieso. Aber, und darin besteht auch hier die Dialektik, Druck erzeugt Gegendruck. Diese Dämonisierung hilft eben auch ihm. Jede Anfeindung bringt Trump einen Bedeutungsschub. Sie stärken sein Branding. Die Marke Donald Trump wird dadurch, dass die Gegenseite ihn so ernst nimmt und geradezu ins Zentrum ihres Denkens gestellt hat, permanent neu aufgeladen. Biden war in den vergangenen Monaten nicht nur der Gegenspieler von Trump, sondern immer auch sein bester Wahlhelfer. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Fazit: Der Wähler hat, wie es aussieht, gesprochen. Hoffentlich hat ihm jemand zugehört in Washington. Für die Demokraten kommt es doch nun darauf an, dieses Ergebnis nicht nur zu erdulden, sondern es auch zu lesen. Und wer daraus heute Morgen liest, weiter so, der ist ein Träumer oder im schlimmsten Falle sogar ein politischer Analphabet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Leonhard Birnbaum ist der Vorstandsvorsitzende von E.ON und wir sprechen heute Morgen über Energie und Gas in Zeiten der Krise. Es gibt ja die berühmte 20%-Zahl, also man glaubt, dass wenn wir 20% Verbrauchsreduktion sehen, dann kommen wir ungefähr hin, auch ohne russisches Gas. Von unseren Börsenexpertinnen hören wir die Quartalszahlen von Disney und von der Deutschen Post. Wir schauen nach Mallorca, wo der Protest der Zimmermädchen zum nationalen Politikum wurde. Und wir hören Robbie Williams, der in Hamburg ein wirklich beeindruckendes Jubiläum feiert. Wie teuer wird dieser Winter? Das fragen sich die meisten Deutschen mit Blick auf die Energiekosten, Gas und Strom. Keiner kann wirklich absehen, welche Kosten da auf ihn zukommen. Und dann natürlich die volkswirtschaftlich relevante Frage, wie verändert sich durch ein dauerhaft erhöhtes Energieniveau eigentlich die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft? Sind die Deutschland AG und ihre Firmen dann noch wettbewerbsfähig? Ich habe Leonhard Birnbaum eingeladen, auf die Pioneer One zu uns, zu den Pioneers zu sprechen. Er ist seit rund anderthalb Jahren der Vorstandschef von E.ON mit 1 Milliarde Umsatz und rund 75.000 Mitarbeitern, einer der größten Energiekonzerne des Landes. Kürzlich hat der Vorstand seinen Vertrag verlängert bis 2028. Donnerwetter. Der Mann hat Chemieingenieur gelernt und studiert. Und wenn einer was zu sagen hat über das Thema Energie, evidenzbasiert, dann wohl er. Er hat also einen kleinen Vortrag gehalten, um den ich ihn gebeten hatte, zur Lage der Nation am Beginn dieses Winters. Und danach habe ich ihn auf der Bühne befragt. Wie viel Prozent unseres Gasspeichers ist jetzt mit russischem Gas befüllt in Prozent? Und die Frage, die Sie ja aufgeworfen haben, woher kommt das Gas im kommenden Winter? Also das kann ich Ihnen gar nicht beantworten, weil die Moleküle sind nicht angestrichen, nicht? Also in unser Gassystem fließt russisches Gas hinein, es fließt norwegisches Gas hinein, es fließt LNG hinein, also Flüssiggas. Und dann vermischt sich das und wird irgendwo abgespeichert. Aber woher fließt im Moment russisches Gas rein? Nein, im Moment gar nicht. Aha. Im Moment gar nicht. Also Nord Stream, also ja. Yamal, es gibt drei Pipelines im Wesentlichen nach Europa. Es gibt die Nord Stream 1 und 2. Sie alle gelesen, die produzieren im Moment gar nichts. Ne? Nord Stream 1 und 2 sind beide kaputt. Also Nord Stream 1 sind beide Leitungen kaputt. Nord Stream 2 ist eine von zwei Leitungen kaputt. Da fließt kein Kubikmeter. Dann gibt es die Yamal. Das ist die Pipeline, die durch Weißrussland und Polen nach Europa kommt. Da fließt im Moment auch nichts. Und die dritte, das war der größte Pipeline, das ist die Ukraine. Und da fließt im Moment auch relativ wenig. Also im Moment fließt kein russisches Gas. Aber das Gas, das bei uns in den Speichern ist, da kam schon sehr viel über Nord Stream.
Im Wesentlichen kam das über Nord Stream, das können Sie über das ganze Jahr beobachten, bis dann die Nord Stream, Sie erinnern sich noch, erst auf 40%, dann auf 20%, dann auf null reduziert wurde und jetzt ist sie ja weg. Aber es muss ja eine Vorstellung geben, wenn schon nicht im Kopf des Kanzlers, aber vielleicht doch in Ihrem Kopf, wo kommt der Gasspeicherfüllstand im Winter 23, 24 her? Ja, wie gesagt, aus drei Quellen. Der kommt immer noch aus den Lieferanten, die wir heute haben, außer Russland, also Nordafrika, Algerien und insbesondere die Norweger. Er kommt aus dem Flüssiggas und er muss, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aus einer deutlichen Reduktion der Nachfrage, also auch aus letztendlich aus Einsparungen kommen. Wir müssen als Gesellschaft sowohl Privatkunden als auch Industriekunden Gasverbrauch einsparen. Wie viel Prozent ungefähr? Ja, es gibt ja die berühmte 20%-Zahl. Also man glaubt, dass wenn wir 20% Verbrauchsreduktion sehen, dann kommen wir ungefähr hin, auch ohne russisches Gas. Die New York Times, und zwar Thomas Friedman, der Pulitzer-Preisträger, hat neulich geschrieben, die Europäer, auch die Deutschen, stünden in diesem Winter, spätestens im nächsten Winter, viele Haushalte vor der Wahl, eating or heating. Sie haben die Preise genannt, die können einen ja nur schwindelig machen, Sechsfachung, Verzehnfachung. Reicht das, was der Staat an Geldern jetzt bereitstellt, was für uns alle viel ist, 200 Milliarden, reicht das, um diese Preisentwicklung so abzufedern, dass die Alternative nicht heating or eating heißt? Ja, also jetzt muss ich ein bisschen die Dramatik mal rausnehmen aus der Verzehnfachung beim Strom. Weil der, wenn Sie Ihren Endkundenpreis zu Hause schauen vor der Krise, dann hat der Strompreis, also was Sie in Cent pro Kilowattstunde ans Kraftwerk bezahlt haben, nur ungefähr 10% der Rechnung ausgemacht. Der Rest sind dann Steuern, Abgaben, Gebühren und Tod und Teufel. Und wenn Sie jetzt eine Verzehnfachung von diesen 10% haben, haben Sie nur eine Verdopplung vom Preis. Also das schlägt nicht so durch, wie es erstmal klingt. Ihre Rechnung von 1.000 Euro geht nicht auf 10.000 Euro, die geht auf 2.000 Euro dann hoch. Ne? Immer noch viel Geld, aber es ist schon eine andere Dimension. Beim Gas ist es anders. Beim Gas macht der Gaspreis, also das Molekül, kostet sozusagen die Hälfte von dem, was Sie zu Hause zahlen, ungefähr. Das heißt, eine Vervierfachung des Gaspreises ist dann eine Verdopplung Ihres Endkundenpreises. Deswegen ist der Handlungsdruck auch auf der Gasseite größer gewesen. Außerdem, wenn Sie auf Ihre Rechnung zu Hause schauen, werden Sie feststellen, Sie geben für Wärme viel mehr aus, als Sie für Strom ausgeben. Deswegen sozusagen war die Gasseite die kritischere. Deswegen war es auch richtig, eine Gas- und Wärmekommission sozusagen in den Lead zu geben und zu deckeln. Und mit dem, was jetzt von der Gas- und Wärmekommission erarbeitet worden ist, glaube ich, ist eine akzeptable Basis da, die auch langfristiger funktionieren kann. Was macht das Ganze vom Einzelhaushalt mal auf die Volkswirtschaft insgesamt mit der Leistungsfähigkeit eines Landes, das nach wie vor führend in der industriellen Fertigung ist? Niemand hat einen höheren Industriebesatz als wir, selbst gegenüber Amerika, insbesondere Amerika, Großbritannien haben Sie genannt, andere Länder. Wir sind vorne. Was macht das höhere und wahrscheinlich dauerhaft erhöhte Preisniveau im Energiemarkt mit unserer Industrie? Also das führt letztendlich dazu, dass wir strukturell an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Weltregionen verlieren. Und dieser Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, also im Bereich der Energie, auch uns erhalten bleibt. Wir hatten, also wenn Sie es global sehen. Also der Verlust bleibt uns erhalten. Ja, also warum? Wir hatten in Asien immer schon ein LNG-Preisniveau. Das heißt, die mussten Gaspreise haben, die hoch genug sind, um Flüssiggas aus Katar nach Asien zu ziehen. Wir hatten in Europa russisches Gaspreisniveau, was ehrlich gesagt relativ günstig war, weil Pipelines sind einfach billig. Ja, müssen Sie nichts verflüssigen. Müssen wir nichts wieder regasifizieren, kostet alles Geld. Die billigsten Energiepreise hatten die Amerikaner, weil sie ja das ganze Shale-Gas haben. Jetzt müssen wir vom russischen Pipeline-Niveau auf das LNG-Niveau hochgehen. Das schätzen wir irgendwo bei 60 Euro pro Megawattstunde. Plus, minus. Kann auch 70 sein, kann auch 50 sein. Die Gaspreiskommission hat mit 70 Euro pro Megawattstunde gerechnet. Daher kommen diese Preise, die wir gesagt haben. In der Gaspreisbremse. Und das heißt, wir werden uns hinterher, grobe Einschätzung, auf einem doppelt so hohen Gaspreisniveau einpendeln wie vor der Krise. Und das ist dann etwas, was zum Beispiel eine BASF in Ludwigshafen dauerhaft an Mehrkosten hat und irgendwie kompensieren muss. Und deswegen ist das schon ein erheblicher Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, der einzelne Branchen doch sehr hart treffen wird.
So, das heißt aber, die Probleme sind komplex. Kommen wir mal auf die Lösungsseite. Was sagt einer wie Sie, wenn er mit dem Bundeskanzler oder dem Wirtschaftsminister unter vier Augen spricht, was das Thema Schelfgas, also Fracking in Deutschland angeht, was die Kernenergie angeht? Müssten wir nicht, ich sage jetzt mal salopp, Leinen losmachen bei den Energiesorten, die wir haben, statt zu weinen über das, was wir nicht mehr haben? Also ich glaube ehrlich gesagt, das sind politische Entscheidungen. Was ich sagen, wir müssen alles tun, um die Nachfrage zu reduzieren und das Angebot möglichst auszuweiten. Aber Herr Birnbaum, für eine auf Wachstum eingestellte Nation kann doch die Einsparung von 20%, wir wollen doch Sachen erfinden in Deutschland weiterhin, dass die Volkswirtschaft um 20% dauerhaft ihren Energiehunger stillt, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht bei Beibehaltung unseres Wohlstandes. Ihren Gashunger. Es geht ja um 20% Einsparung auf der Gasseite und dann auch etwas auf der Stromseite. Und da ist durchaus viel möglich. Also wir sehen ja auch, dass es Einsparungen gibt. Aber eine Wachstumsstory Deutschland ist dann beendet für mich. Ja, die Frage ist jetzt ehrlich gesagt, ist privater Konsum von Molekülen für Sie Wachstum oder nicht? Ich glaube ehrlich gesagt, wir könnten ohne Wohlstandsverlust weniger Gas verfeuern und trotzdem noch eine wohlhabende Nation sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Aber nochmal dem Bundeskanzler, was würden Sie ihm raten? Was die Kernkraftwerke, wir haben drei weitere, wir haben drei, von denen jetzt gesagt wird, sie sollen abgeschaltet werden. Wir haben auch Schelfgas, das wir für teuer Geld jetzt holen. Was ist Ihr Rat? Also mein Rat ist ja, für die nächsten 2 Jahre geht es um kurzfristige Lösungen. Da können Sie immer über die Kernenergie sprechen. Was es wirtschaftlich zur Kernenergie zu sagen gibt, haben heute die Wirtschaftsweisen gesagt. Technisch würde ich sagen, es geht. Deswegen würde ich sagen, es ist eine politische Entscheidung. Die Wirtschaftsweisen empfehlen laufen. Die Wirtschaftsweisen empfehlen laufen. Ich sage, wir könnten natürlich technisch laufen, aber ob wir laufen, ist eine politische Entscheidung. Und das haben Sie jetzt alle, und das ist wirklich eine politische Entscheidung. Das Thema. Der Wähler könnte das ja anders sehen. Wir haben auch Wahlen. Wir haben heute Nacht Wahlen in den USA, aber auch in Deutschland gibt es ja Wahlen. Es könnte ja sein, dass die Menschen anderer Meinung sind über diesen Kurs. Das mag sein, aber bis die nächsten Wahlen sind, hat sich das Thema erledigt. Ne? Okay, so, ich würde sagen, Sie sind dran. Gibt es Anmerkungen, Fragen? Thorsten Denkler, unser Energieexperte. Ja, Herr Birnbaum, ich bin ja Energie- und Klimakorrespondent hier an Bord. Und ich würde noch mal gerne auf die Atomfrage zurückkommen, weil die ja das Land bewegt hat wie kaum etwas anderes. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also ist das eine Energieform, die wir in einer erneuerbaren Welt sozusagen überhaupt noch brauchen? Es wird dann immer viel von Grundlastfähigkeit gesprochen. Können Sie das mal einordnen, wie wichtig eigentlich die Energieform in Zukunft sein könnte? Oder sind wir eigentlich längst auf einem anderen Weg? Also ich antworte jetzt mal für die nächsten 10 Jahre. Ne? Wir hängen in den nächsten 10 Jahren davon ab, dass die Franzosen ihre Kernkraft wieder in den Griff kriegen. Und wir können übrigens die deutschen Kernkraftwerke nur sinnvoll abschalten, wenn die französischen laufen. Ja? Punkt. Also, was glaube ich? Ich glaube, das ist einfach Teil des europäischen Paketes. Und es gibt nur einen europäischen Energiemarkt. Es gibt keinen nationalen Energiemarkt. Es gibt nur einen europäischen Markt. Und im europäischen Markt wird Kernenergie eine Rolle spielen. Auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre, wahrscheinlich auch die nächsten 20. Die Polen bauen ja auch kräftig zu. Ja, kräftig. Also, verstehen Sie, oder? Das glaube ich, wenn ich Sie sehe, ja. Aber wenn, sagen wir mal, es werden 10 Kernkraftwerke gebaut, dann ist das eigentlich irrelevant. Ja? Auf den europäischen Markt 10 Kernkraftwerke ist schön, ist viel, aber das verändert nicht wirklich den Markt. Aber wenn die französische Kernkraft komplett wegfällt, das ist ja das Problem, was wir im Moment sehen, dann funktioniert unser System die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall noch nicht. Und zwar egal, wie erfolgreich wir im Zubau Wind und Solar kurzfristig sind. Deswegen würde ich es mal so beantworten. Das sollte man nicht ideologisch sehen, das sollte man einfach auf die Fakten schauen. Die Fakten sind, wir sind ein europäischer Markt. Dieser europäische Markt wird tatsächlich mindestens mal auf die französische Kernkraft angewiesen sein, wenn es die deutsche schon nicht mehr gibt. Wir sind Teil des europäischen Marktes und das ist auch gut so. Ja. Davon haben wir unglaublich profitiert. Na, das sorgt ja dafür, dass hier die Lampen jetzt an sind. In der Tat. In jeder Beziehung. Wir hätten auch die Energiewende nicht so durchführen können, wie wir sie durchgeführt haben, wenn wir nicht Teil Europas gewesen wären. Insofern sollten wir froh sein, dass wir Teil Europas sind und sollten auch akzeptieren, dass es innerhalb Europas
unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen und Systeme gibt. Na, nach diesem Plädoyer für die deutsch-französische Energiefreundschaft kann ja nichts mehr kommen. Herr Birnbaum, ich bedanke mich sehr. Herr Birnbaum. Dankeschön. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Hier schauen die Anleger am heutigen Tag auf die neuen Quartalszahlen. Welche das sind, das weiß meine Kollegin in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Der Konzern Disney und Disney Plus, also die Streaming-Plattform, beide haben die Zahlen aus dem dritten Quartal jetzt bekannt gegeben. Wie sind die denn ausgefallen? Durchwachsen, würde ich sagen, Gabor. Fangen wir mal mit den positiven Nachrichten an. Der Streamingdienst Disney Plus konnte die Zahl der Abonnenten um 39% steigern und konnte damit mehr feste Nutzer für sich gewinnen, als von Analysten erwartet. Allerdings macht die Streaming-Sparte immer noch Verluste, weil der Aufbau des Streaming-Geschäfts doch sehr kostspielig ist. Unterm Strich stand ein Quartalsverlust von 1,5 Milliarden Dollar. Und diese hohen Ausgaben haben auch dazu geführt, dass Disney als Gesamtkonzern seine Gewinne im dritten Quartal nur um 1% steigern konnte. Da hatten Analysten deutlich mehr erwartet. Beim Umsatz gab es ein Plus von 9%, aber auch da konnten die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und auch der Ausblick fiel ernüchternd aus. Disney glaubt, im kommenden Jahr nur um 10% wachsen zu können. Die Anleger hier an der Wall Street waren echt enttäuscht. Die Disney-Aktie fiel nachbörslich um 6,8%. Vielen Dank, Anne. Und wir machen direkt weiter mit Annette Weißbach auf dem Frankfurter Parkett. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Die Deutsche Post hat ihre Prognose für das laufende Jahr erhöht. Wo kommt das Wachstum denn vor allem her? Ja, bei der Deutschen Post läuft's wie geschmiert im dritten Quartal und das bringt das Unternehmen dazu, die sogenannte EBIT-Prognose, also das ist der operative Gewinn, für das laufende Jahr anzuheben. Allerdings sagen Analysten, man erwartet eine Verlangsamung im vierten Quartal und die Sonderkonjunktur, die im internationalen Express- und Frachtgeschäft viele Jahre jetzt angehalten hat, die dürfte 2023 zu Ende gehen. Stichwort Rezession und Konsumentenzurückhaltung. Und das könnte natürlich dann auch die Deutsche Post treffen. Für den Moment sieht es alles noch gut aus. Innerdeutsch gibt es Probleme allerdings beim Paket- und Briefgeschäft. Immer mehr Beschwerden über Unzuverlässigkeiten und sehr langdauernde Briefzustellungen belasten natürlich den Ruf des Bonner Konzerns. Analysten sind weiterhin sehr positiv. 21 Analystenraten zu kaufen, 2 zu halten und nur einer zu verkaufen. Denn die Aktien, die haben seit Jahresbeginn immerhin ein Minus von 36% und damit deutlich schlechter als der generelle Markt. Eventuell schon eine Möglichkeit, hier günstig wieder einzusteigen. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, das Zimmermädchen in den spanischen Touristenhochburgen so miserable Arbeitsbedingungen vorfinden. 30.000 gibt es allein von ihnen nur auf den Balearischen Inseln. Sie selbst nennen sich stolz die Kerlis, was so viel bedeutet wie die, die putzen. Aber wenn es nur das Putzen wäre, es ist im Prinzip Hochdruckreinigen auf Akkord. Mindestens 25 Zimmer in 6 Stunden muss eine Kelly in der Regel schaffen, oft sogar mehr. Was in der Realität dann bedeutet, keine Pause und der ständige Kampf gegen die Uhr. Das Ganze zu absolut indiskutablen, ich würde sagen, inhumanen Löhnen. 400 Euro pro una habitación. Dieses Zimmermädchen beklagt im spanischen Fernsehen, dass die Gäste in ihrem Hotel bis zu 400 Euro pro Nacht für das Zimmer bezahlen. Sie aber, wenn man es dann runterrechnet, lediglich 2 Euro für die Reinigung des Raumes bekommt. Viele sprechen da von moderner Sklavenhaltung. Zur Erinnerung, wir reden hier nicht über Katar, wir sprechen über Spanien. Diese Frau hält die körperlichen Belastungen nur noch mit Schmerzmitteln aus. Aber es geht auch anders. Die Kellys, zumindest auf Mallorca, haben ihre Probleme lautstark adressiert und auf die Missstände aufmerksam gemacht. Ständig demonstriert, Petitionen geschrieben und sich im wahrsten Sinne des Wortes Gehör verschafft. Zum Beispiel auch durch einen eigenen Protestsong auf YouTube. Das ständige Trommeln hat sich gelohnt. Körperliche Probleme wie Bandscheibenvorfälle sind jetzt
als Berufskrankheit anerkannt. Ein neuer Tarifvertrag gilt als vorbildlich mit vorgeschriebenen mindestens 1.400 Euro netto im Monat, liegt das Gehalt jetzt über dem, womit viele andere Berufsgruppen auf den Balearen entlohnt werden. Und zum großen Protest der Hoteliers, sie müssen jetzt auch noch höhenverstellbare Betten anschaffen, damit sich die Kerlis nicht mehr so bücken müssen, wenn die Bettlaken gewechselt werden. Also, es bewegt sich was, wenn man nur will. Trotzdem, wenn Sie das nächste Mal aus einem Hotelzimmer abreisen, dann, naja, dann denken Sie doch an die harte Arbeit vom Housekeeping und lassen vielleicht ein etwas erweitertes Trinkgeld auf dem Nachttisch liegen. Die Kellys, die gibt's nicht nur in Spanien. Und die werden es Ihnen danken. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Robbie Williams mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sein Bühnenjubiläum als Solist krönt. Der Mann feiert nämlich in diesen Tagen 25 Jahre Solokarriere. Sie erinnern sich vielleicht noch. Nach dem Ende der eher braven Boyband Take That begab sich der Rebell Robbie Williams auf Solopfade. Der wilde Schelm kriegte trotz Alkoholexzessen und anderer typischer Popstar-Probleme die Kurve und wurde zu einem der erfolgreichsten Sänger rund um die Jahrtausendwende. Naja, zumindest hier in Europa, in den USA, wurde er komischerweise nie so richtig berühmt, aber so ist das halt manchmal. Trotzdem hat er über 70 Millionen Platten verkauft, reicht ja. Also hat er zum 25. Solo-Jubiläum seine größten Hits neu aufgenommen. So macht man das. Nächste Woche tritt er damit in Hamburg auf, in der schönen Elbphilharmonie. Und auch diesen Klassiker, den wird er spielen, Angel. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Aber bei der Neuvertonung haben sich die Produzenten der künstlichen Intelligenz bedient. Mit einem speziellen Algorithmus haben sie den Popsong fusioniert. Und zwar ausgerechnet mit der Mondscheinsonate von Beethoven. Und diese neue Version spielt Williams erstmals live in Hamburg mit Orchester und ganz großem Tamtam. Vielleicht hören wir heute Morgen schon mal rein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen romantischen Start in diesen neuen Tag. Wenn Sie und Ihre Kinder mögen, die von mir eingesprochene Gute-Nacht-Geschichte steht jetzt auf thepioneer.de kostenlos bereit. Vielleicht ist das ja was für heute Abend, unsere kleine Initiative zur Rettung der Gute-Nacht-Geschichte. Nicht Politik, nicht Wirtschaft und trotzdem wichtig. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I sit and wait as an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to
a car, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know feeling grows. She breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, she won't forsake me. I'm loving angels instead. She won't forsake me.